So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Wir müssen den Weisen finden und sind hier in Afrika letztes Mal angekommen. Super krass, hätte ich nicht mit gerechnet gehabt. Und ich bin gerade ein bisschen hyped, so auf das Ganze nochmal. Einfach aus dem Grund, weil ich gerade aus Fluch der Karibik 5 komme. Aus dem Kinofilm. So, seid ihr böse? Ihr seid böse. Okay. Uns überlegen, gucken, was wir so haben. Okay. Ja, macht schon Sinn. Da oben ist ein Affe. Okay. Ich versuche mal ein bisschen sneaky zu sein. Ja, ich wollte die eigentlich gerade angreifen. Oder machen wir einfach so? Ja. Lief doch gut, oder? Richtig stumpf. So. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet und ob wir auf jeden Fall den Weisen finden. Wäre schön, wenn wir da in der Richtung mal weiterkommen würden, was das Observatorium angeht. Wäre ja eine coole Sache auf jeden Fall. So, da hinten ist ein Animus-Datenfragment. Können wir uns auch noch holen. So. Kannst du da rüber gehen? Edward? Edward. So. Die sehen ein bisschen tot aus, ehrlich gesagt. Okay. Wird schon schief gehen, schätze ich. Was ist denn hier passiert? Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cochrane. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cochrane und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. Okay. Da haben wir den Weisen doch relativ schnell gefunden, finde ich. Den Piraten sollen wir befreien. Kann ich... Hallo? Komm mal her. Ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Du hast so eine fette Axt. Sehr schön. Immer schön freiwillig ergeben. Hast doch jemand gehört, dieses Pfeifen? Nee, ne? Okay. Zack. Sehr schön. Und direkt weiter hier rein. Okay. Es sind doch einige hier. Ich kann die ja mal markieren. Oh, es sind sehr viele. Okay, wir können gegen die kämpfen, aber ich habe Angst, dass dann wieder irgendwo eine Alarmglocke geläutet wird. Deswegen gehe ich mal so. Und so. Zack. So ist es auf jeden Fall am entspanntesten. So, was machen wir jetzt? Wir gehen einfach mal hier lang, würde ich sagen. Ja, wird schon schief gehen. So, die können wir gleich mal von hinten töten. Ja, hier sind ein paar mehr Leute. Ja, war vielleicht nicht das Beste. Zack. Das geht, das geht noch. Tschüss. Não podes despistar-nos, seu monstro preguiçoso! Merda! Deve ter ido por aqui! Só, vou ter que continuar a rolar. Zack, sehr schön. Das läuft doch ganz ordentlich. So. Jetzt mal schön aufräumen. Ich liebe diese Kombi. Einfach erstmal mit den Pistolen sauber machen. Dann hiermit. Oh, aber der hat auch nicht was ausgehalten. Vollidiot. Der kämpft gut. Verdammt. Wow, also wirklich. Das war wirklich eine Herausforderung. Also wirkt zumindest so.
Ja, komm her. Oh, du hättest gerade voll ihn treffen müssen. Ich renn mal ein bisschen, ja? Tschüss. Den Bock ein bisschen Leben zu generieren, okay? Okay. Finde ich cool. Sind wir uns einig? Ja, easy entkommen. Easy. Hauptsache, der generiert ein bisschen Leben. Ja, es war schlau auf jeden Fall. So. Jetzt habe ich schon mal diesen krassen Kämpfer weg. So, weg mit dir. Hombre. Sehr schön. So, ja, ich plündere die mal am besten. Ich bräuchte wieder Rauchbomben. Wäre eine frische Sache. Da hinten kommen Dudes. Ich soll mich schon verstecken. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Aber keine Angst, die sind gleich Geschichte. So. Easy peasy lemon squeezy, würde ich sagen, ne? Oh Mann. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwas falsch gemacht wegen Piraten oder sowas. Dass wir die hätten erst befreien müssen oder so. Bevor wir so Angriffe machen. Ich hoffe nicht. Wir können uns ja mal gleich umgucken. Lol, diese Axt einfach. Habt ihr noch irgendwas Cooles für mich? Ja, Rauchbomben, super. Und Berserkerpfeile. Ihr seid die richtigen Leute. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt Fluch der Karibik angeschaut gehabt. Und, ich weiß, viele sind ja nicht so... Oh, ich bin Platz 2 jetzt. Wow. jetzt nicht so gehypt jetzt von, Fluch der Karibik. Und manche sind ausgestiegen nach dem dritten Teil oder so. Und ich verstehe es auch, also der vierte Teil war jetzt nicht so, der glänzende Teil gewesen. Aber ich muss sagen, Fluch der Karibik 5 hat mir doch sehr gut gefallen. Klar hatte der auch so seine Schwächen gehabt, wenn man es jetzt auf filmischer Basis analysiert. Auf jeden Fall. Aber dennoch hat mich sehr unterhalten und hat mir sehr Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und keine Ahnung, falls ihr auch mal Fan wart, kann ich es nur empfehlen. Schaut es euch nochmal an. Da wird dann nochmal viel aufgegriffen, was bei Teil 3 passiert ist. So mit dem Fluch und, ja, keine Ahnung, müsst ihr mal geguckt haben. Und ja, wird viel wieder aufgegriffen, das hat was sehr cooles, einfach alles wieder zu sehen. So, ich mach's hier einfach mal so. Gut, oder nicht? Oh. Holy shit. Zack, komm. Sehr schön. So. Der hat wieder sein Aimbot drin wahrscheinlich. Diesmal. Wow! Hallo? Tschüss! Ja, was machst du da unten, ne? Er schießt. Ich kann aber auch schießen. Ich lade gerade nach, warte mal. Kommt er wieder hoch? Ne. Treffe ich nicht mal, oder was? Wow. Sehr schön. Der da hinten, der chillt, oder was? Was war denn seine Mission, bitte? Richtig strange. Was machst du denn da? Denkst du... Hä? Ich weiß, dass ich hier oben war, oder? Richtig seltsam. Na, komm her. Gut, muss man nicht verstehen, ne? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen Pirat oder sowas gesehen, ne? Den ich hätte befreien können. Also tut mir leid, ich sehe keinen. Also wirklich nicht. Bisher echt schwierig, aber vielleicht sind die ja da unten. Hallo? Gucken kurz, zack. Ein Schwein. Wow, echt viele Gegner. Oh, holy shit. Das war doch mal gekonnt, oder? Das hat sich mal richtig gelohnt. Krass. Ah, dann looten wir noch. Alter, hat sich das gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Oh. Wir warten mal, bis er hier...
Scheiße, wann klappen wir euch zurück? Kommen nicht so viele gerade, ne? Er ruft gerade halt die Leute, aber irgendwie. Boah. Juckt dir das nicht so? Und was machst du da? Ich meine, hä, was machst du denn? Du. Hä? Richtig seltsam. Die laufen da alle wie. So. Nein! Warum? Zack. So, komm her. Machen da gar nicht lange rum jetzt. So. Was ist da hinten? Ach. Da sind sie. Töten? Nice. Ich darf sie töten, Leute. Rache ist mein. War verdammt. Komm her. Sehr schön, guck mal, die kommen alle zu mir. Ich hätte zwar gerne ein bisschen sneaky gemacht, aber gut. Lol. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König. Nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Tja. Todseite trotzdem. Im ehrbaren Dienst. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Wer bist du denn jetzt? Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind? Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann, meine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Hä, hey, Piraten befreien? Woher ich Piraten befreien soll? Ich check's nicht. Aber sie sind ja frei. 2 Monate soll ich wieder warten. Weitere 2 Monate. Okay. Ich glaube, es geht nach Frankreich. Kann das sein? Kann das sein, dass wir jetzt wieder aus dem Animus kurz rausgehen? Ich sah kurz so aus. Wir können auch wieder Richtung Licht laufen. Vielleicht schaffen wir es diesmal anzukommen, Leute. Meint ihr, wir schaffen es? Komm. Ne, wir werden es nicht schaffen. Oh doch. Okay, wir bleiben im Animus. Okay. Auch gut. Wir haben vorgespult. Schon komisch. In der Zeit. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert,
folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind. Und dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Na, das klingt doch mal interessant, oder? Mysteriosa. Okay. Lohnt es sich jetzt irgendwas hier zu machen? Was sind wir denn eigentlich? Okay. Wow, wir sind im schweren Gewässer. Okay. Aber wo genau? Was wir jetzt hier sehen können? Okay, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Was, wir sollen noch hier bleiben, ne? Oder warte mal. Wir gucken mal. Nicht, dass es doch nicht auf der Insel ist, ja. Das dachte ich mir fast. Hier müssen wir. Blackbirds Schachzug. Okay. Na, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum Schiff gehen. Und zwar hiermit. Hallo. Gib mir etwas Fahrt. Na dann, let's go. Auf alle Segel, Bewegung. Ich bin gespannt, wo wir jetzt ankommen. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Oh Gott, jetzt sollen wir wieder hier aus so einem Ding rauskommen, ne? Irgendwie haben wir richtig wenig Piraten. Also so kommen wir zumindest vor. Also, weil halt nicht so viele angezeigt werden. Irgendwie ein bisschen low, oder? Ich weiß nicht. Das will ich jetzt nicht nach so vielen. So, ach, mal wieder schön hier jetzt auf dem Schiff zu fahren. Hatte ich jetzt richtig Bock drauf gehabt. Besonders nach dem Film. So. Hab fast die Zeit aus den Augen verloren. Aber es passt noch alles ganz geschmeidig. So. Vielleicht schaffen wir es noch in der Folge dahin zu kommen. Je nachdem, was uns so in den Weg gestellt wird dahin. Generell, ich bin sehr gespannt, wie lange noch die Hauptstory so geht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hauptstory gar nicht mehr so lange ist. Gar nicht mehr so lange. Und von daher, wer weiß, ne? Wer weiß, wie schnell das alles vorbeigeht. Und ja, wenn die Hauptstory vorbei ist, werde ich noch ein paar Nebenmissionen machen und so. Einfach, um das Spiel noch ein bisschen näher zu bringen. Nur ein paar Sachen zu zeigen, auf jeden Fall. Ja, und dann geht's wieder mit anderen Projekten weiter. Ach ja. Generell war es jetzt in letzter Zeit sehr schwierig, das habe ich ja schon mal eine vorletzte Folge angesprochen. Aktiv jetzt Assassin's Creed und Horizon zu bringen. So. Haben wir einen Crewmitglied mehr. Wegen TVD, also Tribute von Dragonia. Wenn die Folge draußen ist, sollte es immer noch laufen, wenn wir nicht gestorben sind bis dahin. Und das Finale wird auch bald aufgenommen. Ich denke mal schon, dass wir es bis zum Finale schaffen sollten. Und ja, man glaubt gar nicht, wie zeitintensiv das ist, da wir ja nicht nur das Projekt einfach aufnehmen, sondern da Stormy und ich ja auch noch die Projektadmins sind und das alles noch leiten und verwalten und Probleme lösen müssen. Das ist schon krass. Das macht auch super viel Spaß und ich habe auch wieder richtig viel Spaß an Minecraft bekommen. Das merkt man vielleicht momentan auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Und vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche coolen Ideen, was man denn mal zusammen machen könnte. Hallo. Nee, nicht so Bock auf euch, ehrlich gesagt. Passt schon. Ich meine, ihr seid jetzt nicht viel höher als wir, also wir könnten das schon machen. Aber muss jetzt nicht sein, oder? Aber generell müssen wir unser Schiff auf jeden Fall upgraden. Sonst, besonders weil es zwei Schiffe sind, brauchen wir das jetzt echt nicht. Was geht bei euch? Du bist ein richtig krasses Kriegsschiff. Du bist etwas, was wir auf jeden Fall nicht schaffen können. Jo, Level 49, Alter. Das schaffen wir noch lange nicht. Da muss ich noch einiges upgraden. Und was ist da für ein Schiff markiert? Ein Piratenschiff. Das ist gut. So, und du da hinten bist. Eine normale Prick, okay. Na dann, haben wir es in der Folge auf jeden Fall noch geschafft. Und ich würde sagen, 5 Minuten machen wir noch ungefähr. Plus, minus. So. Na dann. Was steht dir zur Seite? Ich hoffe, wir kriegen dann ein paar Antworten von dir. Aber jetzt starten wir erstmal die Mission. Ram und Marcel, wir reißen die Russen zusammen!
Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schachzug. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass eine nahe Galeone den Schatz trägt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Jackdaw. Exzellent. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen intakt. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's all. Ja. Jetzt geht's aber los bei ihm. So, ganz schön neblig hier auch, ne? Und ich sehe da eine Armada an Schiffen einfach da auf meiner Karte. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Okay, sie scheinen nicht so stark zu sein, die portugiesischen Schiffe. Da ist eine große Fregatte und eine Brig. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Okay. Kommissar Valar, Capitão. E que Deus abençoe ao rei, bom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. É, só um pequeno passeio por entre a frota para ver se estão todos em boa forma. Está tudo em ordem por enquanto. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah! Finde ich gut, dass sie jetzt so miteinander sprechen. Ich hoffe, der verrät uns nicht. Ich hoffe mal. So, jetzt sollten wir hier relativ gut hochkommen. Ja. Und die Piratenflagge, ey. Können wir vom Glück reden, dass es so neblig ist? Bleib hier oben bitte, fall jetzt nicht darunter. Danke. Scheiße. So ein Mist, so ein Mist. So viel zu nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, das habe ich mir gesehen. Gehen wir da hoch? Warte, ich mach ein Schlafwein, das ist so ein bisschen, glaube ich. So. Kannst du hier seitlich drauf gehen, Edward? Excelente trabalho, senhor! Muito bem! So. Gut abgelenkt auf jeden Fall. So. Die Flagge eingeholt. Ja. Nebel sei mit uns, Alter. Bist du knapp? Entregue os meus cumprimentos ao seu capitão. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido a oportunidade. É uma pena. Até à próxima. E que Deus vos abençoe. Alles klar, ne? Komm, Edward, noch ein bisschen hoch raus aus dem Ring raus und dann hast du es geschafft. Okay. So, die Flagge hätten wir. Möchte so schöne Piratenflagge erstmal eintauschen, Leute. Oh no. Und was wir damit machen, was unser
krasser Plan dann ist, bin ich sehr gespannt. Hast du die Flagge? Ei, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Sehen wir in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Bis dahin, ciao. Euer Markus Story.